Ja, so ein Eieraufsatz war dabei gewesen. Ich glaube, das ist ein Auszug aus der Zeitschrift Implosion, die der, ich glaube, der erste Sohn von Herrn Schauberger dann rausgegeben hat, in den 50er und 60er Jahren. Das kann ich dann nochmal als PDF. Ja, das verlinke ich dann nochmal als PDF. Ja, dann könnt ihr es euch nochmal in halbwegs hoher Auflösung angucken. Naja. Aber was steht denn hier so dazu? In der Regel finden wir diese Weltkarte in einer Ellipsenform abgebildet, die wir bloß in der Längsachse auszuziehen haben, um die Eiform zu erhalten, in deren Inneren sich das abspielt, was wir prinzipiell richtig endlich einmal zu erkennen haben. Aha. Dass sich die Weltkugel dreht, glaubt buchstäblich schon alles. Ja, und es ist überflüssig, zu dieser Tatsache weiteres hinzuzufügen. Dass wir uns aber statt einer Kugel eine regelrechte Eiform vorzustellen haben, ist insofern neu, weil wir die uns vorgezielte Weltkarte, die schon erwähnt, in eine solche verwandelt haben. Siehe Skizze. Sehen wir uns in der Natur richtig gestellten Eiform nun das Weltbild sehr genau an. So können wir deutlich erkennen, dass sowohl in der alten wie auch in der neuen Welt teils vertikale, hauptsächlich aber horizontale Zentrifugenzkräfte wirksam waren, die diese Erdschale sehr verschiedenartig, immerhin aber in einer prinzipiellen Gleichmäßigkeit rund um die eigene Achse als Abfälle gruppierten. Dass diese Urgeburt in einem Fruchtwassersack eingebettet ist, kann kaum mehr überraschen. Im Längsbild gesehen sieht dieses Meer von Wasser als ein am Rand gedrücktes Wasserband aus, das sich um die eigene Achse schlingernd bewegt. Ach so. Naja, gut, okay. Diese Bewegungen haben wir vor allem sehr genau zu studieren, weshalb es nun notwendig wird, sich so ein Weltbild naturgetreu als eine Art Reliefbild zu gestalten. Da wir aber unsere eigensinnigen Gedanken vollständig auszuschalten haben, um eine prinzipiell richtige Weltbildvorstellung zu erlangen, müssen wir die Erzeugung dieses naturrichtigen Welthochbildes der naturrichtigen Bewegungsart selbst überlassen. Um von Haus aus eine naturrichtige Eiform zu gestalten, mit der wir dann das nachstehende Experiment machen, haben wir diese Eiform von einem Pentagon abzuleiten. Ein Fall, der hier nicht näher erklärt wird, um es die Gedankengänge nicht allzu sehr anzustrengen. Denn hier kommt es hauptsächlich darauf an, was der Bauer selbst sieht, der erst glaubt, wenn man ihm die Entstehungsdinge möglichst naturgetreu zeigt. Hat der Bauer einmal den prinzipiell richtigen Glauben, dann haben wir das natürliche Vorstellungskind und schon richtig geschaukelt, weil von diesem Ackerbau- und Viehzuchtsdirektor alles abhängig ist, dass nach dem Lebensgrundsatz panem et cicernsis auf dieser Welt krabbelt und von diesen Ernährer lebt. Dass dann die Weltpolitik eine biologische Folge einer naturrichtigen Geopolitik wird, bedarf keiner besonderen Erklärung. Denn um ein naturrichtiges Weltbild zu verstehen, hat man sicher immer zu vergegenwärtigen, dass das Naturspiel ein Kampf ist zwischen Urerde und. Naja, gut. Das war die Eierseite. Tja, da bin ich noch nicht offen davor. Hab gestern erstmal die erste Folge von Moik vom Oik geguckt. Das muss ich erstmal aus dem Kopf wieder rauskriegen. Aber die PDF habt ihr.